Hallo ihr kleinen Sams und Laras da draußen, herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator. Nicht so viel Isodrink saufen und Pferdespielchen spielen, ne, ist nicht gut für die Augen. Herzlich willkommen zurück. Ja, es ist mal wieder soweit. Letztes Mal waren wir eine Runde in Spandau unterwegs, ne? Das sah ungefähr so aus. Scheiße! Scheiße! Ja, und diese Woche habe ich mir gedacht, mit der Aller Ultras GmbH. Gehen wir jetzt wieder zurück in unsere City hier. Also ich meine, klar, Spandau ist meine Heimat, da komme ich her, da wohne ich. Also komme ich nicht her, aber ich wohne da, also ist doch eine ganz, es ist auch völlig egal. Es war auf jeden Fall sehr wuselig letztes Mal. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen mal wieder hier in unser altes, unnormales Habitat, Alter. Ich muss jetzt nur mal gucken, was müssen wir denn hier eigentlich noch machen? Weil wir hatten hier irgendeine krasse Aufgabe. Erstelle eine Strecke mit maximal 7 Haltestellen, welche beinhalten Schobergrounds, Siegweiden, Speichen des Business Parks. Achso, das ist jetzt nochmal eine andere Strecke. Wollte schon sagen, ey, sonst wäre ich jetzt aber komplett ausgeflippt. So. Oh, ich muss irgendwie heute ein bisschen aufstoßen. Ich habe zu viel Kohlensäure zu mir genommen. Das tut mir leid. Oh. So, jetzt ist wieder die Luft rein. Jetzt ist der Gang wieder frei, verstehst du das? So, ich muss die Schobergrounds drin haben, Siegweiden und Business Park. Also wir müssen immer beim alten Sägewerk vorbei. Es führt kein Weg am Sägewerk vorbei. Also, verstehst du? Also, so, dann gehen wir direkt Siegweiden. So, und dann speichern. Eben hat die Stadt... Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Ja! Oh. Ich möchte dir gerne... Jede Woche sagt die das! Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Bla, bla, bla. Ganz richtig. Hallo. Ja, ich bin Siegfried. Tschüss! Um die Lebens- und Arbeitsqualität... Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin- und zurückzubringen. Ja. Nutze Fahrer, um Einkommen auf 2 Strecken zu generieren. Okay, das bedeutet, wir brauchen jetzt eine neue Mitarbeiterin, bevor wir jetzt hier reingehen ins Gehäuse. Aktuell haben wir noch die Katja, die ist jetzt mittlerweile schon Gesellin. Die will mittlerweile schon 700 Flocken die Woche. Alter, die ist aber auch wirklich, weiß ich nicht, ne? So, Helmut, geh mit fremden Katzen Gassi. Mit Katzen. Oh. Nee. Weiter. Carsten Kusch ist ein echter Crack in Geschichte, genauso wie Helmut offensichtlich, sagt immer die Wahrheit. Keiner der Erfahrung als Busfahrer. Stefanie Matscher ist heimlich in Mira Tannhauser verknallt, weiß alles über die Nachbarskatze. Ja, okay. Liebt Vogelsafaris und lange Strandspaziergänge. Stefanie. Raus. Sie wird abgewiesen. Alles mit Katzen wird hier grundsätzlich erstmal abgewiesen. Daniel Schild spielt Gorilla-Golf, spielt Schlagzeug in einer Rockband, träumt davon, ein Katamaran zu... Ein Katamaran... Daniel, dich nehme. Ja, eingestellt. Herzlichen Willkommen. Wir würden jetzt hier nochmal den Daniel hinzufügen. Der wird das jetzt fahren. Da ist einer. Und ich fahre jetzt die Gönn-Bus-Strecke. Jetzt müsste das, wenn wir jetzt gefahren sind, ist das hoffentlich alles erledigt. Und dann kriegen wir sehr viel Geld. Und dann ist das Geld, was hier steht, sehr viel mehr Geld als das Geld, was wir jetzt haben. Mathe, Mann. Fahrtbeginn. Also nee, wir fahren Gönn-Bus. Gönn. Und wir lassen hier Boden wählen, den ganzen Bums, das lassen wir alles an. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Weil sonst ist das alles für die Katz. Hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Ja. Witzig. Oh, das regnet, du. Haben wir das mit Absicht gemacht? Ich weiß nicht, ob das unsere Einstellung ist. Abfahrt. So. Diesmal starten wir von woanders, ne? Weil wir einen anderen Busbahnhof haben. Ja, Ehre. So, warte mal, wie ist es nochmal? B, ne? Als hätte ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, gelb. So. Wir fahren jetzt erstmal zu unserem ersten Reiseziel. Ist das hier eine Einbahnstraße, du? Oh, da muss ich aber aufpassen. Da kommt hier noch was? Nee, ne? Weiter. Ist auch mal schön, einen anderen Teil der City zu sehen. Und nicht nur immer den... Kackspeicher da oben, weißt du? Hier muss man ja richtig auch links und rechts gucken. Das war knapp. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Busfahrer, Busfahrer. Ein Hoch! Schneiden wir raus. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Alter, ich fahre hier aber auch mit einem Affenzahn durch die Gassen, du. Ey! Mach mal Platz, du! La, 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 la.
La 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 la, la la, der Lachs muss löppen. La, oh, ich hab das Auto angefahren. Kann ich das Fahrerfenster irgendwie aufmachen? Hallo? Will er nicht, ne? Oh doch, kannst du zur Seite schieben. Ey, ey, ihr kleinen Opfer, wollt ihr bei mir mitfahren oder was? Ja, wollt ihr? Habt ihr Pech gehabt? Und du? Kauf dir einen Regenschirm, Herbert! Ah, Idiot. Geh deine Kerze füttern. Oh, ist schon grün gewesen. Also, dass die Leute sich hier alle keine Regenschirme leisten können, ich weiß nicht, was das soll, ne? Ist doch alles nass draußen. Oh. 1200... Oh. Oma, wieso nimmst du überhaupt den Regenschirm runter? Ich hab doch gesagt, ist alles nass. Also, ich muss sagen, ich fahre ja erstmal eine halbe Stunde zum Bestimmungsort, zur ersten Haltestelle, bis ich hier irgendwann überhaupt mal irgendwie, irgendwann, weißt du, wie immer in meinem Bus bekomme. Weißt du, wie ich mein? Nein, doch. La 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 la, der Lachs muss leben. La 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 la. Lala, der Lachs muss löppen. So, erste Haltestelle ist in Sicht. Das ist die erste Strecke, die neue, also das erste Mal, dass ich diese neue Strecke fahre. Für den ersten Eindruck gibt's nur eine Chance, oder wie, oder was? Löcher im Boden, Bodenwellen, à la Donauwellen, alles. Vielleicht kommt noch eine Zimtschnecke um die Ecke, oder was? Hallo, Senorita, sei meine Adriana Lima. Mach süchtig so wie FIFA. Hallo, Conchicha. Eine Seniorkarte. Bitte. Danke. Bitte. Ganz kurze Ansage. Kalle Kuschinski mein Name. Falls Sie meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert haben, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Jetzt holen Sie alle mal das Smartphone raus, ja? Scrollen da mal auf YouTube, mal auf die Lupe da oben. Und dann geben Sie mal K-A-L-L-E ein, ja? Und dann drücken Sie mal auf den roten Dingsbums da. Und dann geht das da rucki-zucki. Ich guck mal, ob ihr jetzt alle schon einen Abonnierfahrschein habt. Hier, bitte. Ja. Sehr gut. Na klar, hier. Auch bitte. Schon abonniert. Glocke auch an, oder was? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ja, du, die Leute, die sehen die Videos nicht mehr. Was soll ich sagen? Ich muss da auch kontrollieren. Oh nein, ich hab sie vergessen. Nicht abonniert, das macht 120 Flocken. Aber jetzt mit Glocke, aber ordentlich, du. Augenblick, da. Sogar Oma Helga hat abonniert. Sie sollten mal das Licht anmachen. Ja, sie sollten mal ihren Schnauzen halten, Alter. Lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. An Urlaub kann ich nicht denken, weil ich hier den ganzen Tag über die Leute durch die Gegend fahren muss. Hinter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? Wer ist Hans, Mann? Wirklich, ganz ehrlich. So, tschüss. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja, ich denke, mir ist das scheißegal. Danke. Ja, bitte. So, zeig her den Lachs. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Jetzt pass mal auf. Ich habe wirklich langsam die Faxen dicke. Nicht jeder Mensch in dieser verkackten Stadt kann eine Katze haben, die Mouncy heißt. Das geht nicht. Das ist not possible. Also, wenn du jemanden verarschen willst, dann nicht mich. Dann kannst du hier irgendwen anderen anrufen. Aber ich... So! Murmeln. Irgendwann klingt das nicht mal mehr wie ein Wort. Ich würde gern, dass du rausgehst. Was stinkt denn hier so? Das ist mein Arsch! Oh! Schlaglöcher will! Halle, das kann man ausstellen, Alter! Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Übrigens muss ich mal was loswerden. Einige von euch haben mir auf Instagram auch ein Foto von ihrer Katze geschickt. Ich werde euch finden und ich werde eure Katze streicheln. Ich sag's, wie es ist. Es langt. Folgt mir auf Instagram. So. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Ja, hi, ist das Herbert? Wer bist du? Yo, Katrin! Oder nee, wer bist du, Sebastian? Nee, Daniel! Daniel, Alter, geiler Wagen, Alter, geil! Schön, dass ihr durch die... Ne? Tschüss! Na, heute nur 10-Cent-Stücke in deine Rüstung, oder was?
Ach, sperren Sie doch mal die Augen auf. Ach, lauf doch zu Fuß durch den Kackregen. Weißt du, ich sitze hier den ganzen Tag, fahre die Leute durch die Gegend und er so, da war ein Loch, Alter. Pass doch mal auf, Alter. Ich habe eine Katzenphobie. Seid neus, es ist auch eure Schuld. Ich sag's nur, wie es ist. Mit Katzen kannst du mich jagen. Und sie hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Nächster Halt, Westspeiche. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Nee, hast du nicht. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Nochmal. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Nein, hast du nicht. Habe ich Ihnen schon Nein, hast du nicht. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Solange ich mir... Gefühl, ich wurde heute schon wieder fünfmal nach einem... Mir wurden schon wieder fünf Katzen gezeigt, die Mounty heißen heute. Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit... Das mit dem Hund? Das verletzt mich. Zum einen, die Leute, die zeigen mir hier immer ihre Kackkatze. Und ich... In meinem richtigen Leben, ich will einen Hund haben. Aber ich muss den ganzen Tag hier in dem Bus sitzen und hab keinen Hund. Ich hab keinen Hund und das ist ja so runtergekommen. So, wir fahren die Wurst jetzt hier eben schnell zurück und dann ist Feierabend hier. Ich brauch Urlaub. Fußgänger angefahren? Das kostet so viel Knete. Weil ich habe schon zwei diese Woche. Also heute. Das wird teuer. Ey, das ist die teuerste. Das ist die teuerste Fahrt der Welt! Ich fahre jetzt hier gleich rein! Nein, natürlich nicht. Ich bin ja verantwortungsbewusst. Oma, du hältst deinen Sammel jetzt! Übrigens, die Sache mit dem Lenkrad, ne? Ich bin da was ganz Heißem dran. Leider dauert das alles noch ein bisschen, deswegen. Bin ich auch noch nicht am Kurbeln hier, ne? Nur damit ihr das mal gesehen und gesagt, also damit das mal jemand mit euch besprochen hat, ne? Ich bin der Fahrer. Oh nein, mein Akku ist schon wieder leer. Oh, mein Akku ist leer. Ich bin ein Zug. Ich hab ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Alter, du sitzt den ganzen Tag in diesem Kackbus. Woher soll ich das wissen? Wenn du keine Hobbys und keine Freunde hast, dann seh zu, dass du nicht den ganzen Tag im Bus sitzt, sondern irgendwie, was weiß ich, irgendwie da irgendwo hingehst, Alter. Aber nicht hier. So. Ne? Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte. Keine Katze. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Ist so... Ihr seid alle so dumm. Oh, schneller, ich habe einen Termin. Seht zu, dass du lang gewinnst, aber ich habe jetzt wirklich die Faxendicke mit dir. Raus, ja, raus, 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 raus. Alle Mann raus. Alle Frau raus. Raus aus meinem Bus. Bis dann. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Alter, beim Rausgehen!